So, Hallöchen. Wir machen jetzt die Truhe auf. So, und wehe, hier ist jetzt nichts Anständiges drin. Seltsame Kugel. Fühlt sich kalt an. Sollte sich eine Kugel warm anfühlen? Nein, das hatte ich das... Okay, alte das? Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht? Ja, wieso, wenn der auf Astronomie oder Astrologie... Scheiße, jetzt bin ich gerade verwirrt. Was ist das eine nochmal? Das eine ist hier Horoskop und den Kram und das andere ist Weltraum und so. Jetzt bin ich gerade verwirrt, welches davon welches ist. Astrologie, ne? Ist das, egal. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, das ist auf jeden Fall der Unterschied, ne? Astronomie ist das Weltall und Astrologie ist das, ja. So, können wir die immer noch anklicken? Haben wir irgendwas übersehen? Boah, es war da echt nur so eine... Das wäre sehr enttäuschend, ey. Sie fühlt sich merkwürdig an. Wofür brauchen wir denn jetzt so eine Kugel? Was? Ich muss Williams Arbeitszimmer... Ah, okay, wir können noch gar nicht rausgehen. Wir haben die Tür zwar schon aufgemacht, aber wir können noch nicht rausgehen. Schublade. Können wir jetzt auch immer noch angucken. Was muss ich denn dann... was ist denn, wenn ich das hier... Ach nee, das ging nicht, ne? Genau, mit der Truhe ging nicht. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Hä? Das kann ja nicht passen, ne? Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Ja, ich wollte mir eigentlich eine einwerfen. So, ich dachte, dann kriege ich vielleicht irgendeine Eingebung, was ich jetzt dieses machen muss. Gut, dann haben wir noch irgendwo was übersehen. Gut, was wir auf jeden Fall, ist ja diese Truhe hier noch nicht aufgemacht, aber... Aber außer dem Messer haben wir ja auch nichts. Hat es eigentlich einen Sinn, dass wir das hier wieder... zumachen können? Glaube nicht. Okay, dann gucken wir nochmal Sekretär. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Irgendwie müssen wir wahrscheinlich diese Truhe noch aufkriegen. Und dann ist er wahrscheinlich erst zufrieden, dass wir auch wirklich alles durchsucht haben. Frag mich nur, wir haben halt hier sonst nichts gefunden. Und er sagt einfach nur, lässt sich nicht bewegen. Er sagt nicht, ist abgeschlossen oder klemmend oder so. Er sagt einfach nur, nicht bewegen. Ich bin jetzt nicht sicher, was er mir damit sagen will. So, kann er das nicht einfach irgendwie aufstemmen oder so?
Hier kann ich sonst auch nichts anklicken, dass ich hier irgendwas kombinieren könnte oder... Sehr merkwürdig. Ja gut, ich mache auch... es war jetzt erst 5 Minuten Aufnahme, aber dann muss ich die beiden jetzt leider auch miteinander schneiden, weil ich mache jetzt einmal ein kurzes Päuschen. Ich habe das mit meinem Essen ein bisschen blöd getimt. Mein Essen ist nämlich fertig und ja, hätte ich vielleicht doch die 5 Minuten noch warten sollen, bevor ich die nächste Aufnahme starte. Selber schuld, jetzt muss ich wieder schneiden. So, wir sehen uns gleich wieder. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Das Tagebuch von William Gordon. Williams Tagebuch. Ausgezeichnet. Vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah. 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben. Bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage. Ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen? So schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein. Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüssel. Ihren Zweck kenne ich nicht genau. Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen. Und James' Schlüssel zu bekommen, dürfte nicht allzu schwer fallen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Der 4. Schlüssel ging an Darkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest.
Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der fünfte Schlüssel befindet. Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern, aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den vier Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben, aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir, als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Und ich höre Stimmen. Ja, menschliche Stimmen. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein, das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. So. War jetzt vielleicht ein bisschen laut, aber ich habe halt gerade während ich, meine Pizza war ja fertig,
Und während ich die gegessen habe, habe ich halt die ganze Zeit in dem Raum noch rumgeklickt und habe das natürlich ohne Audio die ganze Zeit aufgenommen, falls ich nämlich irgendwas finden sollte. Das war halt ziemlich gut versteckt in dem Raum. Ich habe natürlich alles immer nur die ganze Zeit mit links angeklickt und nicht mit rechts nochmal alles angeklickt. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man die Schublade nochmal mit rechts anklicken muss, damit er sich die Schublade an sich anguckt, um dann das Tagebuch unter der Schublade zu finden. Ja, das Spiel ist schon nicht so einfach. Es ist halt wirklich oldschool, ne? Und ja, da hängt man schon mal öfter fest. So. Das war jetzt ganz schön viel Info aus dem Tagebuch. Das war jetzt echt lange. ich komme jetzt auch. Ich habe versucht, alles mitzumerken. Auf jeden Fall ganz wichtig: 5 Schlüssel müssen wir finden. Und der war in Wales und der war in dem Grab und Lösungswort und Mechanismus und so. Ich hoffe, haben wir das Tagebuch jetzt eigentlich in der Tasche hier oder was? Ja, wir haben es dabei. Also, wenn nochmal irgendwas ist, können wir uns da durchseppen. Wenn wir davon nochmal irgendeine Info brauchen, wenn wir an irgendeinem Punkt sind. Wir haben aber immer jetzt noch nicht die Truhe auf. Also die habe ich tatsächlich jetzt nicht aufgekriegt. Also ich habe jetzt irgendwie 15 Minuten aufgenommen oder so. Davon werdet ihr halt dann jetzt die letzten 20 Sekunden gesehen haben, indem ich das hier angeklickt habe. Ich habe auch halt die ganze Zeit versucht, die Truhe irgendwie zu öffnen. Können wir denn Ich jetzt erstmal. glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Oh, tatsächlich? Okay. Weil die Truhe ist ja immer noch zu, ne? Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mein Kopf. Was? Hä? Was für eine dramatische. So, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Huch. Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hatte recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Sir? Sir, machen Sie auf! Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner. Er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede.
Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden. Nicht einmal Madame. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an? Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. So, wir machen aber jetzt erstmal ein kurzes Päuschen. Es dürfte eigentlich ganz gut passen, wenn ich die ersten 5 Minuten dran schneide und... Sehen uns in der nächsten Folge, wenn du magst. Tschüss.